Wie kannst du nur sowas sagen? Dein Geld, dein Name, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe dich geheiratet, weil ich dich liebe und das weißt du ganz genau. Dann müssen mich meine Freunde wohl angelogen haben. Was denn für Freunde? Meine Freundin in Cannes. Angeblich hast du dich schon vor unserer ersten Begegnung genau nach mir erkundigt. Was ich mache, wie viel Geld ich habe, wie man am besten an mich rankommt. Ach Ben, das stimmt überhaupt nicht. Tanja, ich weiß, dass es stimmt. Ich habe mich für dich interessiert. Ist doch klar, dass man sich da erkundigt. Und warum hast du mich dann nicht selbst gefragt? Ach mein Gott, ich bin ein bisschen schüchtern. Ich habe mich nicht so getraut. Ach, meine kleine arme Tanja ist ja so schüchtern. Mit solchen Sprüchen konntest du vielleicht bei deinen früheren Männern landen. Bei mir ziehen sie nicht. Und warum hast du mich dann überhaupt geheiratet? Ich finde Menschen, die andere aufs Kreuz legen wollen, einfach sympathisch. Das hört sich ja wahnsinnig interessant an. Außerdem sind wir wie füreinander geschaffen. Was soll das denn jetzt? Du hast hier in Frieden auch noch eine Rechnung offen? Ich habe hier noch eine Rechnung offen. Passt doch wunderbar, oder? Zusammen sind wir als Team bestimmt unschlagbar. Ja, zusammen sind wir unausstehlich. Aber ich warne dich. Das Spiel läuft nach meinen Regeln. Nur ein Versuch, mich aufs Kreuz zu legen. Du kannst sofort die Koffer packen. Kannst du nicht mal einen Moment Pause machen? Von deinem ewigen Hin- und Hergerenne wird das Problem Tanja auch nicht kleiner. Danke. Deine Tipps waren ja schon immer am besten. Sonst noch irgendwelche guten Ratschläge? Nein. Beim Thema Ben und Tanja fällt selbst mir nichts mehr ein. Wie tröstlich. Ich verstehe das einfach nicht. Ben bekommt es schwarz auf weiß, dass Tanja ihn ausgetrickst hat. Und trotzdem küsst ihr die Füße. Typisch Mann. Wenn so einer erstmal einem knackigen Popo hinterher lechzt, dann zählen selbst die besten Beweise nichts mehr. Damit musst du dich abfinden. Ich denke nicht dran. Ben wird das Lechzen schon noch vergehen. Schwör ich dir. Dazu musst du ihm erstmal den Popo wegnehmen. Nichts leichter als das. Ich lass mich doch nicht lächerlich machen. Schon gar nicht von so einem dahergelaufenen Nachtclubbesitzer und seinem windigen Flittchen. Ja, leider hat dieses Flittchen im Moment sämtliche Trümpfe in der Hand. Sie wird aber nicht dazu kommen, sie auszuspielen. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich mit diesem Flittchen kurzen Prozess machen werde. Und wie soll dieser Prozess aussehen? Das weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, wie er ausgehen wird. Also, Sie gehen die Treppe hoch, dann links und dann bis zur großen blauen Tür. Ja, erstmal machen wir Pause. Ah, ja. Entschuldigung, fand ich mit Absicht. Nun sag doch auch mal was. Prost! Oh, Prost! Was ist denn hier los? Morgen, Christoph. Kannst du mir sagen, was das hier soll? Wir bringen noch unsere restlichen Möbel in den Ostflügel. Ja, und was ist das hier? Warum stehen die alten Möbel in der Halle? Das ist Gerümpel. Das stört uns nur. Es stört, also raus damit. Aber das sind alte Erbstücke. Dann sind sie sicher wertvoll. Allerdings. Ja, wunderbar. Dann verramschen wir den Plunder und machen halbe-halbe. Wie mit allem. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich werde nicht zulassen, dass du so mit dem Familienerbe umgehst. Lieber Schwager, ich habe wirklich den allergrößten Respekt vor Ihrer Familie. Ja, das glaube ich Ihnen aufs Wort. Aber deswegen habe ich noch lange keine Lust, in einem Museum zu wohnen. Sonst brauche ich bald noch jemanden, der mich regelmäßig abstaubt. Und das wird ein Problem. Wer will sich an Ihnen schon die Finger schmutzig machen? Komm, Bruder Herz, jetzt beruhige dich erstmal. Trink mal einen Schluck. Und das sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Ich finde es wahnsinnig toll, wie gut ihr beide miteinander auskommt. Wir sind eben füreinander geschaffen. So wie wir beide auch. Also los, meine Herren. Also wirklich. Ach mal, hast du sie nicht mehr an, dein Pferd in meine Box zu stellen? Die Box ist nicht so zugig wie die Das ist ja wohl dein Problem. Tanja, ich warne dich, dieser Gau kommt du sofort ab. Du willst mir drohen? Was ist denn nun schon wieder los? Du Stallbursche. Hör mal, er gehört wohl mehr zur Familie als du. Ja, aber ich wohne hier und deswegen steht mein Pferd da, wo es mir passt. Ruhe bitte! Sie nehmen ihr Pferd aus der Box und ihr geht bitte ausreiten. Und was ist, wenn ich es nicht tue, lieber Schwager? Dann werden Sie mich mal so richtig kennenlernen. Darauf warte ich schon, seit wir uns das erste Mal getroffen haben.
Du hast recht, Barbara. Tanja gehört wirklich zu den Menschen, die fähig sind, sich zu ändern.